Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Prison Architect. Ja, heute mit dabei ist der Bad Flavor. Hallo. 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 Ja, er ist auch so ein kleiner Prison Break, wollte ich schon sagen. Prison Architect Spezialist. Hat auch schon ein riesengroßes Gefängnis gebaut. Und ja, jetzt gucken wir heute mal ein bisschen gemeinsam rüber über mein Chaos. Der Plan ist, wird ein langfristiger sein, dass ich dieses Gefängnis so groß mache, dass ich es irgendwann verkaufen kann und dann halt mit mehr Startkapital anfangen kann, mein Gefängnis zu bauen, so wie ich es mir vorstelle, weil aktuell wächst das ja hier alles also kreuz und quer durch die Weltgeschichte. Genau, wir haben jetzt gerade ein bisschen Holz verkauft, weil wir brauchen Cashflow. Ihr könnt es auch sehen da an den Exporten. Wir brauchen Money, Money, Money und ja, jetzt würde ich sagen, geht er los, ja. Ja, dann wollen wir mal gucken. Moment, hast du irgendwo mit Problemen? Ja, eine Frage ist auf jeden Fall, Häftlinge, die entlassen werden müssen. Hier steht jetzt 3 Häftlinge bereit für Bewährung. Muss ich mich darum kümmern oder passiert das von alleine? Im Großen und Ganzen musst du dich selber darum kümmern. Du musst einen Raum erstellen, in dem es um die Bewährung geht. Okay. Das heißt, da muss dann einer von diesen Tischen drin stehen. Von denen hier im Besucherraum auch? Ja, genau, so ein Besuchertisch muss da drin stehen. Das siehst du ja hier unten unter Räume. Hast du irgendwo dann Bewährung? Da hast du Bewährung. Ach, da Bewährung, ja. Genau, Innenbereich, 5x5 Größe und ein Besuchertisch muss drin stehen. Ja. Das musst du auf jeden Fall einmal haben. Dann musst du in deine Berichte reingehen. Da hast du dann Programme. Programme, ja, habe ich. Da findest du dann auch die Bewährung. Ja, Bewährungsanhörung, genau, ist noch gesperrt. Genau, erfordert die Gefängnisregeln. Die habe ich, glaube ich, gerade erforscht und bin dabei. Gefängnisregeln. Die Gefängnisarbeit habe ich erforscht. Gefängnisregeln kann ich gerade erforschen. So, erforsche ich. Ja. Denn durch die Entlassung von, also wenn du Leute auf hier Bewährung rausschicken kannst, dann kriegst du nochmal extra Geld. Ach so. Für die frühzeitige Entlassung. Ja. Ich mach mal. Bewährungszelle macht jetzt aber nicht mehr viel Sinn. Nö, da kannst du kannst auch bauen, oder? Ja, klar. Ja, dann bau du doch mal diesen hier, weißt schon, Raum und ich kümmere mich mal gerade noch um den Gemeinschaftsraum, dann mache ich den gerade fertig. Bewährungsraum wird haben. Ja, dass die Fritzpiepen dann auch wieder wegkommen, wenn ich da welche habe. Die da weg können, dann. Mal eben überlegen, wo setzen wir den denn am dümmsten hin? Kannst du den dann nicht irgendwie aus den anderen da bauen? Aus dieser Verwahrungszelle meinst du? Ja, genau. Ja, klar. Dann haben wir da schon den Raum, dann können wir den ja vielleicht dann irgendwie nutzen, weißt du? Ja. Das kriegt man hin. Gucken, wie viele von deinen Arbeitern momentan Zeit haben. 8 von 37, glaube ich, ne? Wenn das da oben das bedeutet. Ne, das sind deine Häftlinge. Ach ja, stimmt, das sind meine Häftlinge. 8 Häftlinge und 37 hast du Platz. Ja. Dann sind entweder schon 2 tot oder 2 schon entlassen worden. wahrscheinlich eher entlassen worden, weil du die niedrigste Stufe hast. Ja, die sind meistens nur ein Jahr da oder so, das ist. Mhm. Was ich zum Beispiel ganz lustig finde, ist, wenn du dann die wirklich Hochsicherheit hast, die dann wirklich dunkelrot sind, wenn du die reinholst, dann steht da dann meistens Alter, steht dann deren Alter von wegen 20, müssen, keine Ahnung, 300 Jahre absitzen und haben schon 40 Jahre abgesessen. Ja, dann macht der nicht mehr lange dann, ne? Ja, das Lustige ist dann, Alter, der Typ ist 20. Ach so, ja. Deswegen hat er aber schon 40 Jahre abgesessen. Das finde ich immer lustig. Da ist der auf jeden Fall gut dabei. Ja, auf jeden Fall. So. Ja, und was ich gesehen hatte, dass du Probleme mit deinen Fenstern hast. Siehst ja hier zum Beispiel, hast du jetzt das Fenster nur auf der Innenseite. Ich sehe deine Maus mitten im Gang. Jetzt mal bewegen. Ja, jetzt, ja. Das ist nicht meine Maus, die du siehst, das ist meine Sicht. So, hier ist ja das Fenster. Ja. Also wenn du jetzt auf Fenster gehst, wo sind wir denn? Meinst du da Objekt oder was? Ja, hast du irgendwo große Fenster. Ja. Deswegen, jedes Mal, wenn du das Mausrad drehst, verändert sich das Fenster. Ach so.
Jedes Mal, wenn du das Fenster drehst. Ja. Kannst du das dann einstellen? Wie du das Fenster gerne haben möchtest. Kannst ein Fenster auch zum Beispiel auch mit Doppelklick bewegen. Also generell Objekte kannst du Doppelklick drauf machen, dann kannst du die umversetzen. Ach so. Das heißt, ich muss hier solche Fenster hinsetzen. Für die Fritzpiepen da. Die auf beiden Seiten da dann das Gitter haben. Ja, das sieht zumindest optisch besser aus. Ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt also einen großen Unterschied macht, es nicht. Aber es sieht halt optisch besser aus. Ich glaube auch nicht, dass die unbedingt darauf... Ja, okay, ist je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad man jetzt spielt. Ja, die können das haben. Ich möchte, dass die glücklich sind, weißt du? So. Ja, das wollte ich damals auch immer. Ich wollte auch immer, dass die glücklich sind. Und die waren nicht glücklich. Und haben mir dann immer alles kaputt gemacht und sich gegenseitig umgebracht. Schweine, die... Bis ich dann härtere Regeln eingeführt habe. Aha. Danach waren sie glücklich. Oder vielleicht auch nicht. Polaroid. Zack. Ja, die Polaroids sind immer schöne Sachen. Meistens lustige Bilder bei rum. So. Was habe ich denn als nächstes? Ich soll noch einen weiteren Fernseher aufstellen, damit die noch glücklicher werden. Dann bekomme ich wieder 5000 Euro. Zuschüsse sind immer gut. Ah, definitiv. Immer mitnehmen, ne? Immer mitnehmen. Und das Wichtigste, ja. Fernseher. Machen denn meine Arbeiter eigentlich gerade? Für mich Türen einsetzen. So. Ja, du hast die Zeit auf langsam stehen, ne? So, können wir ein bisschen schneller machen hier. So, Häftlinge, 4 Häftlinge für Bewährung. Geschlossene Gefängnisse mit keine neuen Gefangenen auf. Kann ich mal gucken, was haben wir denn jetzt hier noch? Gefängnisregeln sind in einer Stunde fertig. Dann können wir mal nochmal nach neuen Aufträgen gucken hier. War das denn nochmal? Da. Häftlinge sind Krankenstation, mindestens 2 Ärzte, Psychologin ein. Benötigt Büro, das haben wir schon. Da gibt es 10.000 schon mal. Gefängniswartung. Schalten Sie lukrativ, Wartung frei, Reinigung frei, Gartenpflege frei. Benötigt ein Büro, mindestens Hausmaß. Ach, das ist ja easy Geld. Zack. Okay. Ja, vor allem kriegst du ja schon mal einen guten Teil daraus. Ja, ja eben, genau. Jetzt sind wir ja schon wieder einigermaßen flüssig hier. Deswegen. Die muss man dann jetzt gleich noch hier zuordnen, oder wie, ne? Ja, genau. Hier werden jetzt gleich die Räume einmal zugeordnet. Die mache ich gerade. Ja. Und sobald die fertig sind, hast du schon mal 3 Bewährungsräume. Du kannst dann das Programm starten. Was muss ich denn da für Leute einstellen? Da müssen doch irgendwelche Leute das dann noch machen, oder? Nee, die kommen von selber. Ach so. Kommen dann im Endeffekt wie Besucher hier. Also die Bewährungshelfer sozusagen dann, ne? Ja, genau. So. Okay. Hattest du denn auch gesehen, dass es für Besucherräume mittlerweile andere Tische gibt? Das ist einfach der aus dem Schnellbau. Ja, es gibt mittlerweile auch diese kleinen Tischchen hier. Okay. Mit Scheibe in der Mitte oder was? Ja, genau. Mit Scheibe und Telefon dran. Und wenn du dann später eine Abhöranlage hast, kannst du die dann damit verbinden. Dann könnte man ja auch 2 verschiedene Eingänge in den Raum machen, weißt du, dass die Besucher gar nicht in das Gefängnis rein müssen, sozusagen. Ja, deswegen habe ich meinen Besucherraum ganz gerne immer so weit wie möglich an der Straße, damit die nicht in mein Gefängnis rennen müssen. Ja. Am angenehmsten. Raum, Betten, 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 Betten. Ich muss Gartenpflege freischalten. Das gibt nämlich dann richtig Geld und gerne einstellen. Das ist ja kein Problem. So. Gesundheit. So, Bewährungsräume sind fertig. Sehr schön. 4 Häftlinge bereit für ihre Bewährung. 4 Stück. Ja, genau. Jetzt starten wir einfach mal 3 von dem Programm.
Wir haben drei Räume. Und von 6 bis 10 wird dann... Wie hast du denn da jetzt die drei Programme freigeschaltet? Gehst auf Berichte und gehst dann auf Programme. Achso, und dann gehst du einfach auf Start und dann machst du zwischen 6 und 10 Uhr dreimal oder was? Ja, genau. Die Uhrzeiten, die kannst du irgendwie auch noch festlegen. Glaub in dem Terminplan bearbeiten. Da kannst du... Kann ich die verschieben? Achso. Genau, da kannst du die Uhrzeiten festlegen. So, sag mal, 6 bis 10, 10 bis 2 und 2 bis 6. Ja, das ist eigentlich relativ. Ja, das ist wurscht, ja. Warum hast Fünf? Du hier eigentlich einen Metalldetektor weggenommen? Habe ich nicht. Zumindest nicht absichtlich, da habe ich vielleicht aus Versehen da drauf geklickt. Kann sein. Das war definitiv keine Absicht. Zack. Ja, ich habe Patrouillen jetzt, glaube ich, freigeschaltet. Dann, weil ich habe die Türen aktuell offen. Ich will, dass da immer zwei Leute in diesem Gang hin und her patrouillieren, damit die Türen immer schnell aufschließen können. Ja, das ist am angenehmsten, das weiß ich wohl. Oder halt irgendwann einen Kontrollraum bauen. Aber wie kann man jetzt nochmal Patrouillen einrichten? Patrouillen gehst du auf Einsatz unten. Dann hast du da oben extra Reiter mit Patrouille. Also. Dann kannst du die einmal da hinschicken. Machst dann einmal Rechtsklick auf die Patrouille zum Beispiel dann später mit Wachposten, Wachpatrouille. Achso, dann muss man das immer so gezogen haben. Genau. So, habe ich. Gehst du auf Wachpatrouille. Wachpatrouille, ja. Und machst dann einfach einen Linksklick auf die Linie. Nee, einfach nur einmal draufklicken. Achso. Einfach nur einen hinklicken, dann geht da einer hin. Das reicht. Da kann ich die Türen ja wieder auf. Den dauerhaften Türmodus wieder rausnehmen. Ja, genau. Zack. Der erste hat jetzt ein Bewährungsgespräch und wenn das gut läuft, dann kann er raus. Kann aber auch sein, dass die wütend werden, wenn es nicht gut läuft. Das ist, warten wir mal ab, ne? Werden wir sehen. Wir können auf jeden Fall damit ein paar neue Leute holen, ne? Wir haben ja nur noch 8, wenn jetzt 3 davon gehen dürfen oder 5 sogar. Dann haben wir nur noch 3 Gefangene. Ja, dann wirst du auf jeden Fall welche brauchen, damit der Cashflow schön weit oben bleibt, ne? Ja. Gut, der Cashflow ist jetzt gerade natürlich ein bisschen versüßt mit diesem ganzen Holzverkauf, ne? Ja, klar. Aber wie viele Polizisten hattest du denn so? Ich habe jetzt hier 7 Stück. Also bei meinem Gefängnis bin ich mittlerweile bei 160 Polizisten. Auf wie viel Arbeiter? Arbeiter, das weiß ich nicht. Ich habe einfach immer welche reingestellt. Ich glaube, bin mittlerweile bei 100... Ich meine bei wie viel Gefangenen, Entschuldigung. Achso, Gefangene bin ich bei 100. Okay. Bis zu 700 Gefangene kann ich auf jeden Fall reinlassen. 400 habe ich aktuell, weil die sich immer gegenseitig umbringen. Einer wartet auf Einzelhaft. Ja, du hast keine Einzelhaftzellen, ne? Nö, noch nicht. Nee. Deswegen, da war jetzt gerade einer dabei, der hat irgendwas geschmuggelt und dann sind die Regeln wohl so festgelegt, dass er dann in Einzelhaft soll, je nachdem, was er geschmuggelt hat. Entsprechend musst du ein paar Einzelhaftzellen hinsetzen. Okay. Die kannst du im Endeffekt noch hier unten bei deinen Zellen mit hinsetzen. Brauchen nicht viel Platz. Wenn die so klein sind, kann ich hier 3 zum Beispiel einfach ändern von, weißt du? Also ich sag mal, eine Einzelhaftzelle, ich kann ja mal in den Planungsmodus gehen, das siehst du ja dann auch. Eine Einzelzelle, ach du Gott, das ist nur ein Scheißhaus. Einzelhaftzelle ist im Endeffekt nur ein Block groß. Ja, das ist Scheißhaus. Band und Scheißhaus. Ja. Hallo. Abbrechen. Mein Plan da nicht will. Mach das so einfach. Warte. Das ist einfach ja, so. Geht das auch. So sind mir die aber zu groß. Oh, könnt ihr da hinbauen? Ja. Ja, das sind Einzelhaftzellen. Ist ja schön an diesem Schnellbaumodus, da geht das richtig schön einfach. Ja.
Dann können dann eine Wasserleitung auch wieder durch hier, eine kleine an den Scheißhäusern hier. Zack. Ich brauche unbedingt so einen Kontrollraum. Das fand ich immer ganz früher ganz cool, wenn du mit den ganzen Kameras und mit den automatischen Türöffnern gearbeitet hast. Alles aus dem Kontrollraum, weißt du, da musste da nicht immer einer hinkommen. Ja, das ist sehr angenehm. Ich meine, was du hier jetzt in deinem Gefängnis nicht hast, ist der Fog of War. Ne, den habe ich nicht. Das ist eigentlich auch besser so, weil mich nervt der. Kannst du im Nachhinein die auch wieder ausschalten? Über den speziellen, also wenn du in die Datei reingehst, kannst du den ein- und ausschalten, klar. So. Da kannst du alles wieder ein- und ausschalten. Das Wendesetzen üben wir aber nochmal, wa? Nee, ich habe das mit Absicht gemacht. Dann will sie ja nicht so schnell durchbuddeln. Na, da buddeln die sich nicht durch. Einzelhaftzelle sind die immer in Schell Handschellen. Alter, jetzt steht der eine da drin. Ah! Jetzt haben wir nur noch 6 Gefangene. Ich würde mal sagen, wir machen mal wieder auf für morgen. Wir können ja mal Häftlinge gesamt. Also erstmal trotzdem nur noch mal niedrige Stufe. Und dann holen wir uns morgen noch mal 15 Stück. In 14 Stunden kommen die. Was du auf jeden Fall nicht machen solltest, ist diesen Gefangenentransfer. Den solltest du erst irgendwann machen, wenn du ein wirklich gutes Gefängnis hast. Okay. Aber der Häftling, der ist übel. Der ist übel. Ja, den habe ich bei mir reingesetzt. Ja, gut, der hat mir mein halbes Gefängnis auseinandergenommen. Nur weil er nicht rechtzeitig zum Essen konnte. Das ist natürlich blöd. Aber wer macht denn hier eigentlich das alles sauber? Mal, guck dir mal die Küche an und guck dir mal den Speiseraum an. Das sieht ja aus wie Scheiße. Wie viele Köche hast du? Du hast nur einen, ne? Nee, ich habe Köche, habe ich zwei. Zwei. Ja, der eine Koch hat gerade. Ja, die wechseln sich ab mit Pause machen. Ja, aber machen die auch sauber? Die nehmen die Tabletts zum Beispiel weg und spülen die ab. Also brauchen wir mehr Köche oder halt Arbeiter irgendwann, ne? Ja, ich würde generell erstmal mehr Köche einsetzen. Okay. Wegen die räumen dann die Tabletts ab und spülen die 8 ab. Stück. Ja, siehst du, jetzt fangen sie an, die Ja. Tabletts zu machen. Dann ist das schon mal angenehmer. Und ich sehe, dass du hier Sprinkler hingebaut hast. In der Küche, ja, musste ich. Sonst war die Küche nicht einsatzbereit. Ja. So. Okay, das kann sein, dass es dann irgendwie ein Update ist, was ich nicht habe. Aber Sprinkler kann ich bei mir, soweit ich weiß, nicht. So, doch, die musste ich in der Küche setzen. Aber zumindest, wenn du ranzoomst an die Küche, nur dann leuchtet der Sprinkler auf. Hast du Herd, Kühlschrank, Mülleimer, Spüle, Sprinkler. Ja. Kannst ja, wenn du auf Objekte gehst, ja ranzoomen an den Raum und dann zeigt er dir an, was du brauchst dafür. Ja, klar. Genau, dann können Sie das erstmal wieder sauber machen. Dann brauchen wir jetzt eine Krankenstation und stellen Sie mindestens 2 Ärzte ein. Aber meine Freunde, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, was zu tun ist, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, haut rein. Tschüss.